Live long and prosper. Guten Morgen, ihr Lieben. Schon kommt der nächste alte Mann im Programm des Gottesdienstes. Ich bin sogar noch älter als der Micha. Was? Ja, denn ich war nicht als Kind in der DDR, sondern ich habe dort gepredigt, muss also schon ein bisschen älter gewesen sein. Als Kind habe ich Captain Kirk gesehen und etwas später Captain Picard. Und deswegen habe ich mich heute auch mal so angezogen. Aber erst wenn alte Männer und junge Männer, alte Frauen und junge Frauen, wenn alte Menschen und junge Menschen zusammenkommen und etwas zusammenlegen, dann wird ein Ganzes draus. Dann kann man sich darüber freuen, so wie wir diesen wunderschönen Erntedankaltar hier vorne aufgebaut haben. Und ich möchte zu Beginn meiner Predigt heute Morgen eine weitere geerntete Frucht auf diesen wunderbaren Erntedankgabenaltar hier im Samson-Keller legen. Eine Geschichte, die ich gepflückt habe. Ein mächtiger König wandelte einst durch seinen Garten, als sein Blick auf einen alten Mann fiel, der dabei war, einige Setzlinge zu setzen. Er musste so etwa 90 Jahre alt sein. Gefolgt von seinem Hofstaat trat der König näher und fragte den Alten: Was machst du da? Ich pflanze Dattelbäume, sagte der Greis. Wie lange wird es dauern, bis die Bäume Früchte tragen? Forschte der König weiter. 20 Jahre, erklärte der Gärtner. Der König wunderte sich: Wie kommt es dann, dass du diese Bäume setzt, obwohl du es nicht erleben wirst, selber deren Früchte zu genießen? Der Alte schaute auf und sagte: Die vor uns kamen, haben gepflanzt und wir konnten ernten. So halte ich es für meine Pflicht, diese Bäume zu setzen, damit die, die nach uns kommen, sich an ihren Früchten laben können. Der König hatte Gefallen an dieser Antwort und gab dem Mann ein Geldstück. Der alte Gärtner, niederkniend, dankte dem König inbrünstig. Der fragte: Warum kniest du vor mir nieder? Majestät, ich habe nicht nur die Freude, junge Bäume zu pflanzen, sie haben auch schon Früchte gebracht, denn du hast mir dieses Geld gegeben, antwortete der Alte. Das gefiel dem König so sehr, dass er dem Mann noch ein Geldstück gab. Wieder kniete der alte Gärtner nieder und sagte: Oh Majestät, die meisten Bäume bringen nur einmal Früchte, während die meinigen durch deine Freigebigkeit bereits zwei Ernten eingebracht haben. Da musste der König lachen und fragte: Wie alt bist du eigentlich? Der Mann antwortete: Ich bin 12 Jahre alt. Wie kann das sein? Du musst doch viel, viel älter sein. Der Gärtner antwortete mit einem gewinnenden Lächeln: Bevor du vor 12 Jahren den Thron bestiegst, lebte die Bevölkerung in ständiger Angst vor Kriegen und anderem Unheil. Die Menschen waren so unglücklich, dass das Leben kaum lebenswert erschien. Aber seit deiner Herrschaft begann, sind die Menschen glücklich und leben in Frieden und Sicherheit. Deshalb zähle ich meine Lebensjahre erst seit dem Beginn deiner Herrschaft. Das erfreute den König natürlich so sehr, dass er das Bedürfnis verspürte, dem Mann ein weiteres Geldstück zu geben. Und er sprach dabei: Ich werde dich jetzt verlassen müssen, denn wenn ich dir noch länger zuhöre, machst du mich noch zu einem armen Mann. Wir feiern heute Erntedank. Ein Fest, das die Christen schon seit dem 3. Jahrhundert feiern. Allerdings, und das ist erstaunlich, wurde dieses Fest nie offiziell gefeiert. So heißt es zum Beispiel im Lexikon für Kirche und Theologie: Das heilsgeschichtliche orientierte Jahr der Kirche kennt kein Erntedankfest. Zum Glück hat das der Beliebtheit dieses Festes aber keinen Abbruch getan. Und wenn man es sich genauer anschaut, finde ich sehr wohl, dass Erntedank heilsgeschichtliche Aspekte in sich trägt, weil es uns auch in den so alltäglich und minder spirituell erscheinenden Bereichen Nahrungsaufnahme und Nahrungsherstellung auf Gott hinweist und auf unsere Abhängigkeit von ihm. Häufig fiel der Termin des Erntedankfestes deswegen auch mit dem Michaelistag zusammen, da an diesem Festtag ja das Wirken Gottes durch die Engelmächte bedacht wird, das auch in der Natur sichtbar werden kann. So, das hätte mir natürlich gut
gefallen, wenn das so heute am selben Tag gewesen wäre, weil der Erzengel Michael ja der Namenspatron der drei Michas ist. Die zwei, die ihr eben gesehen habt, und meiner. Aber das Michaelisfest war ja jetzt nun schon letzte Woche am Mittwoch, dem 29. September. Und seit einem Erlass des Königs Friedrich der Große 1773 wird das Erntedankfest eben in Deutschland am ersten Sonntag im Oktober gefeiert, also ungefähr eine Woche nach dem Michaelisfest. Denn alles muss ja seine schöne preußische Ordnung haben und jedes Fest soll ja natürlich auch für sich gebührend gefeiert werden. Die Freikirchen, also wir, allen voran die Charismatiker, misstrauen dem Erntedankfest immer wieder mal, weil es ihnen allzu nah an den heidnischen Fruchtbarkeitsfesten ist und weil es eben auch nicht so mega geistlich erscheint. Aber zum Glück sind das nur Ausnahmen. Und der Baptistenbund gibt sogar in einer Verlautbarung zu Protokoll, das Erntedankfest gehört zu den wenigen kirchlichen Festen, mit dem Menschen in Deutschland einerseits noch eine Vorstellung verbinden können und das andererseits bisher nicht kommerzialisiert worden ist. Erntedank ist nach alttestamentlichem Vorbild ein fröhliches Fest, zu dem alle eingeladen sind, Familie, MitarbeiterInnen, Fremde, Bedürftige und so weiter und so fort. So eignet es sich hervorragend, um Menschen an einer positiven, feiernden Atmosphäre in der Gemeinde teilhaben zu lassen, ihnen Gutes zu tun und sie damit wertzuschätzen. Worum geht es also beim Erntedank? Und ich will nach meiner Geschichte vom Anfang jetzt noch ein paar weitere unterschiedliche Gedankenfrüchte auf den Erntedankaltar legen. Zunächst einmal müssen wir ja festhalten, dass die meisten von uns keine Bauern mehr sind. Die ländlichen Abläufe von Saat und Ernte sind uns nicht mehr vertraut in unserem modernen Alltag. Es soll sogar Kinder geben, habe ich gehört, die gar nicht wissen, dass die Wurst nicht im Regal der Supermärkte wächst. Wofür also dankbar sein? Gut, selber ernten ist total in geworden. Angefangen hat das mit den Erdbeerfeldern zum selber pflücken. Mittlerweile gibt es auch bei vielen anderen Obstsorten selber pflücken. Und was wirtschaftlich gesehen ein Teil des Trends zur Direktvermarktung darstellt, ist für den Verbraucher aber weit mehr als die Möglichkeit, ein wenig Geld zu sparen. Denn selbst zu ernten erfüllt tatsächlich einige Bedürfnisse. Die Sehnsucht, mit der Natur verbunden zu sein. Den Wunsch zu wissen, woher die eigene Nahrung kommt. Die Freude darüber, etwas mit den eigenen Händen zu tun. Aber wenn man ehrlich ist, gilt das ja doch eher für die Mittelalterklasse. Die Jugendlichen, junge Menschen, die ich kenne, sind jetzt nicht unbedingt so krass begeistert vom Selbsternten. Man kann natürlich sagen, langfristig gesehen sei es ein lohnendes Ziel, die Jugend mit der Natur wieder näher in Verbindung zu bringen. Aber was kann man denn jetzt schon kurzfristig im normalen Alltag tun? Wie können wir, wie der alte Gärtner von den jungen Dattelbäumen, gleich mehrmals ernten? Und der kleinstmögliche Schritt, den man praktisch umsetzen kann, ist meines Erachtens die dankbare Wahrnehmung dessen, was wir haben. Weil das den Blick weglenkt von dem, was wir nicht haben. Und da ist die Tradition des Erntedankfestes trotz allem sehr hilfreich und es macht auf jeden Fall Sinn, an dieser Tradition festzuhalten. Wir müssen sie nur wieder neu entdecken und füllen. Das Erntedankfest lässt den Menschen dankbar auf alles schauen, was ihm gegeben ist, um sein irdisches Leben zu erhalten. Eine geistliche Erntedanktradition im Alltag kann uns also helfen, das Bewusstsein für die uns umgebende unsichtbare Welt wachzuhalten bzw. neu zu erwecken. Wir leben ja nicht mehr so bewusst wie früher. Wir sind nicht mehr so abhängig von der Schöpfung und davon, dass die Ernten gelingen, wie das früher einmal war. Heute kann man ja ganzjährig alles zur Verfügung haben. Das ist alles selbstverständlich geworden und darum hat auch die Dankbarkeit abgenommen. Zudem leben wir in einer Gesellschaft mit Arbeitsteilung. Die einen machen das mit dem Aufziehen auf dem Feld und dem Gucken, dass die Ernte auch hinhaut. Und die anderen, die konsumieren. Die gehen einer anderen Arbeit nach, für die sie dann ihre Brötchen kriegen. Und wenn wir
im städtischen Bereich eben hauptsächlich zu denen gehören, die eher auf der Konsumentenseite stehen, dann brauchen wir andere Formen des Erntedanks als diejenigen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und wenn die alte Tradition des Erntedankfestes an diesem Punkt ansetzt und aufrüttelt, dann denke ich, hat das Fest doch seinen Sinn schon erfüllt. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass wir all das haben, was wir haben? So, wenn man mal so durch seine Wohnung geht und alles dankbar wahrnimmt, was da vorhanden ist, angefangen von den schützenden Wänden, der wärmenden Dusche, meinem Bett, bis hin zum Wasserkocher und meinem Instant-Kaffee mit Orangengeschmack, dem Kühlschrank, der meine Milch nicht sauer werden lässt, meine Kleidung und vieles mehr. Warum ist das eigentlich alles da? Warum kann ich das benutzen? Darüber machen wir uns ja oft keine Gedanken. Und darum ist es gut, Erntedank zu einem festen Bestandteil unseres Alltags zu machen. Denn an Erntedank feiern wir ein Prinzip, das dem gesamten Universum zugrunde liegt, nämlich das Prinzip von Ursache und Wirkung, das Gesetz von Saat und Ernte. Das Erntedankfest ist darum ein fröhliches und ein schreckliches Fest zugleich. Es ist ein fröhliches Fest, weil wir uns daran erinnern, dass wir ernten, was wir gesät haben. Und es ist ein schreckliches Fest, weil wir uns daran erinnern, dass wir ernten, was wir gesät haben. Aber eins steht auf alle Fälle fest: Wir können dieses Prinzip in unserem Leben nicht irgendwie umgehen. Wir können es zwar ignorieren, aber wir müssen in jedem Fall trotzdem die bitteren Konsequenzen tragen oder uns eben über die gute Ernte freuen. Nun, wer aber ernten will, der muss auf jeden Fall erst einmal einen Samen säen. Wenn man einen Dattelbaum haben will, wie in der Geschichte am Anfang, dann muss man eben einen Apfelkern in die Erde stecken und sich ganz dolle wünschen, dass es ein Dattelbaum wird. Ne? Natürlich nicht. Wenn man einen Dattelbaum haben will, dann muss man auch einen Dattelsamen in die Erde stecken und nicht das, was man gerade zur Verfügung hat oder was einem am leichtesten erscheint. Aber dieses Bewusstsein, das schwindet immer mehr. Immer mehr Träumer laufen durch die Gegend und stecken Apfelkerne in die Erde und sind furchtbar enttäuscht darüber. Ja, fühlen sich geradezu vom Leben verraten, wenn daraus keine Dattelbäume wachsen. Und genauso ist es auch mit dem Leben, sagt Jesus in der Bibel. Was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen zuerst. Sät diesen Samen. Wenn du nur selber satt werden willst, dann musst du nur essen. Wenn du aber satt bleiben willst, dann musst du dein Essen teilen, damit andere auch mal mit dir teilen, wenn du nichts hast. Wenn du einsam bist und gern Freunde haben möchtest, dann such dir jemanden und sei ihm ein Freund zuerst. Wenn du eine glückliche Beziehung haben möchtest, dann musst du versuchen, deinen Partner glücklich zu machen. Wenn du gehorsame Kinder haben möchtest, dann höre zuerst auf sie und dann hören sie auch auf dich. Nicht immer, aber immer öfter. Im Prinzip ist es wirklich so einfach. Und das können wir ja nur auch im Supermarkt lernen, wo es diese ganzen Samentütchen immer zu kaufen gibt. Da schaut man auf das Bild und sucht, welche Pflanze man haben möchte und dann sät man den Samen aus. Was aber, wenn man eine bunte Tüte hat? Eine Tüte, in die lauter verschiedene Samen hineingeschüttet worden sind. Und unser Leben ist ja oft genug wie so eine Chaostüte, in die alles Mögliche reingeworfen wird von Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen, Fernsehen, Zeitungen und so weiter. Und wenn man so eine Durcheinandermischung einfach so in die Erde sät, dann gibt es im Garten das Chaos. Alles wird durcheinander wachsen und sich vielleicht gegenseitig behindern. Es müsste vorher sortiert werden, wo was gesät werden soll. Aber das ist eben gar nicht so einfach. Manche Körner unterscheiden sich stark voneinander, aber manche sehen sich auch ziemlich ähnlich. Da gehört schon ein erhebliches Spezialwissen dazu, um jetzt schon erkennen zu können, was einmal daraus werden wird. Ich weiß nicht immer genau, was ich aussähe. Ich lasse hier mal ein Wort fallen, gebe da meinen Senf dazu, ich reagiere mit einem Gefühl. Was wird daraus? Wohin entwickelt sich das? Was erwächst daraus? Wie schnell kann man sich dabei ja auch vergreifen? Ich will Bananen ernten, habe aber aus Versehen Knoblauch gesehen.
Und dann ernte ich eine Rittersport Knoblauch-Wurst-Schokolade, ja. Kann sein. Und dann entschuldige ich mich irgendwie schnell und sage, aber ich habe es doch nur gut gemeint. Aber gut gemeint ist eben nicht genug. Das reicht im Leben nicht aus. Es geht das auf, was ich tatsächlich gesät habe und nicht das, was ich mir wünsche. Auch wenn Saat und Ernte, Ursache und Wirkung oft zeitlich ganz weit auseinander liegen. Aber das Wort Gottes sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Letztendlich steckt aufs Ganze gesehen aber doch in dem Prinzip von Säen und Ernten viel mehr Positives drin als Negatives. Ganz grundlegend erinnert uns Galater 6 nämlich daran, dass ich eben zitiert habe, dass wir ernten werden. Das heißt, dass kein Weg, den du gegangen bist, umsonst war. Kein Wort, das du geredet hast, in den Wind geredet war. Keine Zeit, die du investiert hast, verpufft ist. Im Gegenteil, Gott verspricht, dass die, die mit Tränen säen, mit Freuden ernten werden, Psalm 126, und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken werden, Römer 8, und dass das Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt und stirbt, viel Frucht bringt, Johannes 12. Ist das sicher? Ja, das ist sicher. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Warum? Weil Jesus sein eigenes Leben ausgesät hat, damit wir das ewige Leben ernten können. 1. Johannes 3, Vers 16. Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für andere hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Daran zeigt es sich, dass Jesus Christus unser Leben bestimmt. Daniel Hetzel hat es hier schon mal genannt vor 6 Jahren. Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Du magst dich erinnern. Vor Daniel Hetzel hat das schon mal Gabriel Marcel gesagt, ein französischer Philosoph, führender Vertreter des christlichen Existenzialismus, der Søren Kierkegaard am nächsten stehende Existenzphilosoph des 20. Jahrhunderts. Und der sagt zusammen mit Daniel, damit, wenn wir alles wahrgenommen haben, was wir haben, wenn wir das Richtige eingesät haben und es dann eben doch immer wieder auch mal Dinge gibt, die uns fehlen, dann kann eine Ernte-Dank-Tradition im Alltag die dunkle Kraft der Zerstörung zurückdrängen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man sagen, dass Dankbarkeit unter anderem auch eine körperliche Reaktion ist. Der Körper erkennt, es ist ihm etwas Gutes getan worden und dann schüttet er Glückshormone aus, damit wir das auch bemerken und in eine Handlung kommen. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder die man erhalten wird. Dankbarkeit ist eine Emotion, die mit der Reflexion über etwas Gutes verbunden ist, das geschehen ist. Und Untersuchungen haben festgestellt, dass Spiritualität die Fähigkeit zur Dankbarkeit erhöhen kann. Glück für uns, denn daher zeigen die Menschen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen oder sich anderweitig religiös engagieren, wahrscheinlich in all ihren Lebenssituationen größere Dankbarkeit. So, das ereignet sich aber nicht immer von selbst, weil wir durch Verletzungen oft zugeschüttet sind. Und deswegen müssen wir dieses Gefühl wieder ausgraben, durch solche Dinge wie zum Beispiel das dankbare Wahrnehmen dessen, was wir noch haben. Hast du zum Beispiel heute Morgen, als du aufgewacht bist, Gott dafür gedankt, dass du noch lebst? Dass du aufgewacht bist? Dass Blut durch deine Adern fließt? Dass die Erde noch steht und vieles mehr?
Wahrscheinlich ja doch nicht, weil wir uns daran gewöhnt haben. Man wacht halt auf und das Blut fließt halt. Ne? Aber wenn wir anfangen würden, eine geistliche Erntedanktradition im Alltag einzuüben, dann gelingt es uns doch auch, dankbar in krassen Situationen zu sein, indem wir den Blick bewusst auf das richten, was tatsächlich auch noch da ist. Jesus ertrug das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen, heißt es in Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Das war nun wahrhaftig nicht einfach. Da hat er bestimmt auch wieder Blutschweiß gehabt, wie im Garten Gethsemane, als er sich erst einmal durchrang, ans Kreuz zu gehen. Und Jesus war doch nicht dankbar für das Kreuz, sondern Jesus war dankbar für das, was es bewirken würde. Und indem er in dieser Situation auf die vor ihm liegende Herrlichkeit schaute und die dankbar in den Blick genommen hat, konnte er den Schmerz erleiden. Dankbarkeit ist auch eine Willensentscheidung, sich auf die Suche zu machen, den Blick auf etwas zu richten. Jesus blickt auf die Herrlichkeit. Und so lesen wir es später ja auch in der Apostelgeschichte 7 von Stephanus. Der sieht den Himmel auch offen stehen, während er gesteinigt wird. Er sagt, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und immer wenn ich das lese, ja, dann sehe ich immer wieder das Bild des Isenheimer Altars vor mir. Die Stelle, wo der heilige Antonius von der dunklen Kraft der Zerstörung angegriffen wird. Und er sieht auch den Himmel offen stehen. Und Gott Vater mit dem himmlischen Heerscharen offenbaren ihm, dass der Kampf, den er kämpft, zugleich auch von dem Erzengel Michael mit dem Teufel gekämpft wird. Müsst ihr euch heute Nachmittag unbedingt mal in Google oder sonst wo angucken. Isenheimer Altar. Ja, und damit bin ich schon wieder beim Erzengel Michael angelangt. Und das deutet an, dass ich auch mit meiner Predigt heute zum Ende komme. So wie ja auch das Erntedankfest in der Nähe zum Ende des Kirchenjahres liegt. Drei Impulse habe ich zum Erntedankfest heute mitteilen wollen. Erstens, es geht um das dankbare Wahrnehmen dessen, was wir haben. Zweitens, es geht um das Wahrnehmen und Ernstnehmen des Prinzips Saat und Ernte. Drittens, es geht um das Wahrnehmen, dass die Dankbarkeit uns gegen die Bollwerke der Dunkelheit schützen kann. Und darum mein Vorschlag an euch, mein Vorschlag zum Schluss, drei Erntedankaltäre in unserem Leben aufzubauen. Erstens, versteck doch mal auch zu Hause nicht all dein Obst und Gemüse in Küche, Kühlschrank und Keller, sondern leg mal die nicht kühlungsbedürftigen Dinge in eine große Schale und schmück damit die zentrale Stelle deiner Wohnung. Und immer wenn du daran vorbeigehst, sagst du laut, danke. Und wenn du rausgehst, nimmst du einfach auch mal etwas davon mit nach draußen und verschenkst es an irgendjemanden, dem du gerade begegnest, und sagst ihm, danke, dass ich das mit dir teilen darf. Und als zweites errichtest du mal einen kleinen Erntedankaltar für dein eigenes Leben. Wähle einen Platz, den du sonst nicht benötigst, einen kleinen Beistelltisch, ein Fach im Regal oder eine extra dafür aufgestellte Bananenkiste. Und dann legst du an diesen Platz Symbole für etwas, das du selbst geerntet hast. In deiner Arbeitswelt, in deinem Ehrenamt, in der Partnerschaft, der Familie oder in deinen guten Beziehungen zu anderen Menschen. Das meiste davon, was du da hinstellen wirst, das wird dir doch nicht in den Schoß gefallen sein, denn es erfordert doch viel Anstrengung, etwas zu bewirken, das Bestand hat oder auch nur sich selbst zu verändern. Säen und Ernten sind ja doch harte Arbeit und darauf darfst du auch einmal dankbar stolz sein. Und das auf diese Weise einzuüben mit einem kleinen Altar, das kannst du mit diesem zweiten Erntedankaltar im Alltag machen. Und drittens, auch das Zeichen für Fähigkeiten, die du entwickelt hast oder für positive Lebenshaltung, die du dir angeeignet hast, erhalten ihren Platz auf einem Erntedankaltar. Und das ist dann der dritte Altar. Mach dir einfach mal eine Liste mit Fähigkeiten, die du hast. Was kannst du gut? Zum Beispiel vielleicht Hunde frisieren und kraulen. Wir haben ja heute einen Hund zu Gast im Gottesdienst. Ja, oder Käsekuchen backen, Englisch Nachhilfe geben, Witze erzählen, immer pünktlich sein, egal was. Und dann hängst du dir diese Liste mal an die Wand
genießt sie dankbar und überlegst, wer das brauchen könnte, wem du etwas von deinen Fähigkeiten schenken kannst. Säen und Ernten sind ja eben immer auch Gemeinschaftsarbeit. Jemand hat in dich investiert und du gibst es weiter. Nimm wahr, was andere zu deinen Früchten beigetragen haben und was du für andere getan hast. Nebenbei bemerkt, in der Natur selbst verbreiten sich Samen ja doch auf die vielfältigste und merkwürdigste Art und Weise, durch den Wind, durch fließende Gewässer oder eben auch durch Vögel, die Früchte fressen und die Samen an einem anderen Ort wieder auskacken. Machen wir uns doch dieses Naturgesetz auch zunutze und streuen kräftig von dem aus, was wir empfangen haben. Wenn wir anerkannt sein wollen, dann säen wir Anerkennung, anstatt Überlegenheit zu demonstrieren. Und deswegen am allerletzten Schluss in diesem Sinne noch einen guten Merkvers zum Mitnehmen. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat, das habe ich jetzt getan. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit, das macht ihr heute Nachmittag, vielleicht auf dem Römer oder eben ab morgen in eurem Alltag. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter, das werden wir alle beim nächsten Erntedank-Gottesdienst dankbar wahrnehmen und genießen. Amen. Und jetzt lasst uns gemeinsam Gott dankbar anbeten mit Micha und Micha. Ich musste das sagen, ja, doch. Ja, das ist klar.